Ja, meine werten Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank. Es ist schönen guten Abend. Es ist mir eine sehr große Ehre und Freude, Sie heute Abend hier in der Stadtkirche St. Marien in Greiz willkommen zu heißen. Mein Name ist Thorsten Halber, ich bin Mitarbeiter des Landesbüros Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Besonders begrüßen, besondere Freude ist es mir, dass Frau Sozialministerin Heike Taubert hier ist. Hallo, herzlich willkommen. Nikolaus Dorsch habe ich auch gesehen, hallo. Vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder so sehr zahlreich erschienen sind. Perspektiven sozialdemokratischer Außenpolitik in Zeiten des globalen Wandels. Das soll das heutige Thema hier heute in Greiz sein, bei der 212. Veranstaltung von Prominente in Gespräch. Lieber Harald Seidel, dafür möchte ich dir persönlich sehr herzlich danken für dein Engagement für Kultur, Politik, Verständigung in den Bereichen dieser Gesellschaft, aus den Bereichen der Politik, aber auch für Diskussionskultur und für alles, was du für diese Stadt Greiz und für die Umgebung getan hast. Herzlichen Dank dafür. Eine besondere Freude ist es mir natürlich, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier, heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Nicht die Ehre der Begrüßung, aber das letztmalige eine Zusammenarbeit hatte ich mit ihm anlässlich des 90. Jahrestages der konstituierenden Sitzung der Weimarer Nationalversammlung im Deutschen Nationaltheater im Februar 2009. Damals noch als Bundesaußenminister, der bestimmt aber nach diesen Wahlen wieder wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich nochmals sehr herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen interessanten und angenehmen Abend und möchte das Wort nun an den Gastgeber Harald Seidel übergeben. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich bin wieder überrascht, wenn ich die Veranstaltung dieses Jahr wie passieren lasse, die sind immer rammelvoll. Wir wollten in die Buchhandlung gehen, da hat mir die Barbara Jugel gesagt von der Buchhandlung, das hat keinen Zweck, das ist restlos überfüllt. Nun sind noch einige Pannen passiert, die will ich jetzt gar nicht erwähnen. Ich freue mich zumindest, dass Sie heute hier alle hierher gefunden haben. Und ich finde auch wieder, es sind eine ganze Reihe Menschen da, die aus dem sächsischen Raum kommen. Freut mich sehr. Dank auch an die Presse, auch im sächsischen Raum und so. Im Blauen, in Auerbach. Ja, wer nicht genannt wurde, wer heute mit da ist, der Bürgermeister der Stadt Greiz, Gerd Kühner, ist mir ganz wichtig. Die anderen sind alle genannt worden. Das Thema, das brannte mir schon seit Wochen auf den Nägeln. Der Frank-Walter hat es noch etwas präzisiert. Asien, Afrika, Nahe Osten. Perspektiven sozialdemokratischer Außenpolitik in Zeiten des globalen Wandels. Das ist riesig, kompakt. Ich habe ihm gesagt, wir sind im Büro verblieben. Man muss einfach so aus dem Bauch heraus sagen, was ist momentan? Das muss nicht unbedingt der Verrückte in Nordkorea sein, das reicht und so. Ja, wenn ich heute in der traumhaft schönen Kirche bin, die übrigens vorher grau war, die ist traumhaft schön geworden. Hier sind viele tolle Veranstaltungen in den 20 Jahren stattgefunden. Ich denke mal an die Weizsäcker-Brüder Karl Friedrich und Richard. Ich denke an Hans Eichler, an Johannes Rauer. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Vielleicht zum Thema muss man unbedingt sagen, noch was hier eine traumhaft schöne Veranstaltung war, passt auch zum Thema heute. Bernhard Vogel und Avi Primo. Israel, Europa und der Nahe Osten. Das ist schon ein Stück her. Ein Mann irgendwie wie Avi Primo von einer Sensibilität, die wünschte ich mir mehr in Israel, in der Politik, in der führenden Politik. Dann eine traumhaft schöne Veranstaltung hier mit dem ehemaligen Landesbischof Professor Christoph Kehler. Da hatten wir auch so ein Thema. Juden, Christen, Muslime, Gewalt und Toleranz. Da haben mich dann Leute angesprochen auf der Straße. Das will unser Bischof sein. Der hat uns aber schlecht gemacht jetzt so. Also, ich sag's mal so, in allen drei Weltreligionen finden wir die Bergpredigt, die Ansätze, die Güte, die Liebe, die Nächstenliebe, aber auch ein Fundamentalist saugt sich aus allen dreien
die Gewalt raus. Und das hat der Historiker Kehler, also es war so toller Abend, ja. Jüngste Geschichte in der Stadtkirche, wir sehen sie, wie traumhaft schön sie geworden ist, vor knapp 3 Wochen, die Johannespassion mit der Vogtlandphilharmonie in Laienchor. Da hatten manche Tränen in den Augen gehabt, unendlich schön. Stefan Fraß, der Intendant der Vogtlandphilharmonie, hat es aufgeführt. Und wenn ich an die Johannespassion denke und an die Kreuzigung, das sage ich, wenn wir in die Welt schauen, das wird auch ein Thema des heutigen Abends sein, die Kreuzigung findet täglich überall in der Welt statt. Das ist natürlich gruselig. Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, deshalb auch das Thema mit Frank-Walter Steinmeier. Er hat das Fingerspitzengefühl und die Sensibilität mit den Weltenregionen gehabt. Man muss ja einfach sensibel sein. Und manchmal hatte ich das Gefühl, der Erste der Westerwelle am Anfang war wie der Elefant im Porzellanladen. Habe ich manchmal auch Probleme, was selbst verursacht hat. Ich will aber, es hat nicht mit der Parteipolitik zu tun. Ich fand genauso irgendwo vorhergehende Amtsträger wie Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher oder Joschka Fischer haben das auch sehr gut gemacht. Man muss nicht jeder Meinung sein und ich würde mich freuen, wie auch immer, wenn wir irgendwann wieder irgendwie in eine Regierung, in welcher Form auch immer, kämen, wenn der Frank-Walter den Bart weiter in die Hand nehmen würde. Ansonsten wünsche ich uns einen interessanten Abend. Ich habe es ja genannt, wenn man heute, früher war es die Ost-West-Problematik, heute ist Nord-Süd. Und das sieht schon, es sieht nicht besonders gut aus. Sieht nicht gut aus, ne? Deshalb bin ich trotzdem optimistisch und hoffnungsvoll und freue mich vor allen Dingen jetzt, Frank-Walter, auf deine Ausführungen. Und freue mich natürlich auf die Gespräche mit Ihnen hier. Interessanten Abend. Ja, lieber Harald Seil, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier in der Kirche in Greiz. Der Superintendent freut sich, weil er gesagt hat, so voll ist die Kirche jeden Sonntag. Ich soll Ihnen jedenfalls sagen, dass Sie alle am nächsten Sonntag wiederkommen sollen. Und werden die meisten auch ganz sicherlich tun. Und darf Ihnen ein Geheimnis verraten. Als wir diesen Termin vereinbart haben, konnte niemand etwas ahnen von einem sich zuspitzenden Konflikt in Nordkorea. Insofern können Sie wirklich darauf vertrauen, wir haben keine aktuelle Berichterstattung zu dem Konflikt in dieser ostasiatischen Region versucht vorzuplanen, das konnten wir nicht erahnen, sondern es war eine Auseinandersetzung geplant mit einer außenpolitischen Situation, die ja in dramatischer Veränderung begriffen ist. Und darüber will ich Ihnen ein bisschen was erzählen am heutigen Abend. Nicht zu lange, damit auch Gelegenheit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn diese wunderbare Reihe, von der ich natürlich seit einiger Zeit aus unseren Gesprächen weiß, diese wunderbare Reihe heißt ja mit Prominenten im Gespräch. Und dieses Gespräch wollen wir auch miteinander pflegen. Aber ich will beginnen mit einem herzlichen Dank und mit der Anerkennung dafür, dass diese Reihe jetzt über 20 Jahre mit einer wirklich erstaunlichen Zahl von prominenten Gesprächspartnern in dieser Stadt stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob, wenn man hier wohnt, wertschätzen kann, was das bedeutet, in solcher Regelmäßigkeit mit Gesprächspartnern zu tun zu haben, die sich in bestimmten Feldern der Kultur, der Politik, der Musik besonders auskennen und die etwas hier in diesen Ort bringen, was jedenfalls nicht selbstverständlich vorhanden ist. Ich selbst habe meinen Wahlkreis in Brandenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Ich selbst habe dort auch einen Kulturverein gegründet, um zunächst mal zu versuchen, ganz jenseits von Politik und ganz jenseits von parteipolitischen Auseinandersetzungen, zunächst mal eine Gesprächsmöglichkeit zu eröffnen, die überhaupt die Grundlage dafür bietet, dass man sich auch substanziell über das eine oder andere streitet. Kultur ist wichtig, Kultur herzubringen ist höchst verdienstvoll. Deshalb nicht nur Dank für die 20 Jahre, die diese Reihe jetzt hinter sich hat, sondern ich wünsche mir vor allen Dingen, dass Sie noch 20 Jahre mit bester Gesundheit des Veranstalters vor sich haben. Herzlichen Dank, lieber Harald Seil. Zum Thema Außenpolitik kann man natürlich nicht beginnen, ohne am Ende dann doch ein Wort zu Nordkorea zu sagen. Ich bin auch eben vom Fernsehen dazu befragt worden. Natürlich haben alle die Sorge,
dass da etwas aus den Fugen geraten könnte, dass da etwas unbeherrschbar wird in Nordkorea und wir plötzlich mit einem internationalen militärischen Konflikt konfrontiert sind, der Opfer kostet und der, wie wir das aus anderen Konflikten kennen, wenn er erst mal ausgebrochen ist, nur ganz schwierig wieder einzudämmen sein wird. Das Erste, was man dazu sagen muss, Ängste sind berechtigt. Wenn jemand mit dem Feuer spielt, besteht immer die Gefahr, dass es ausbricht und dass die Löschkräfte, die man braucht, nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Und ganz ohne Zweifel ist das dort in Nordkorea ein verantwortungsloses, etwas idiotisches Regime, das wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann, wie die gegenwärtigen Drohungen, die von dort ausgestoßen werden, in der Weltöffentlichkeit empfunden werden. Natürlich findet das Ganze in einer Region, und das ist das Risiko, statt, dass ja ein ähnliches Schicksal zu erleiden hat, wie wir in unseren Breitengraden auch. Korea ist ein gespaltenes Land zwischen einem Norden, der wirtschaftlich völlig unterentwickelt ist, der in regelmäßigen Abständen immer wieder mit Hungersnöten zu kämpfen hat, einem Norden, der sich abschließt von der Welt, und einem Staat Südkorea im Süden, der wirtschaftlich erfolgreich ist, der verbündet ist mit dem Westen und die beiden große, große Schwierigkeiten haben, zueinander zu kommen. Ich selbst habe dort an der Grenze gestanden, wo sich die Soldaten Südkoreas und Nordkoreas Aug in Aug gegenüberstanden. Ich habe auch Gespräche geführt und auch in Südkorea immer wieder darauf hingewiesen, die Teilung des Landes, die Schmerzhaftigkeit der Teilung können wir vielleicht in Deutschland am besten nachempfinden. Gibt es Möglichkeiten, dass wir sozusagen mit der Erfahrung der Teilung, aber auch der Erfahrung der Möglichkeit wieder zusammenkommen, könnt ihr und wollt ihr an unseren Erfahrungen teilhaben? Es ist dort schwieriger, als es hier in unserer Region in Europa der Fall war. Es bestehen keine Verhältnisse, wie sie hier nach dem Ende der Sowjetunion in Europa vorhanden waren, keine Auflösung eines alten Blockes. Und die Einbindung des damaligen Ostdeutschlands in ein ja schon bestehendes, integriertes Europa, solche Verhältnisse haben wir dort nicht. Und deshalb habe ich nicht den Eindruck, dass man in der Region einen ähnlichen Weg gehen wird, wie wir ihn hier in Deutschland mit der Wiederherstellung der Einheit erlebt haben. Das heißt, aus der Tatsache, dass das zwei getrennte Staaten, zwei völlig gegensätzliche Regime sind, entsteht ein eigenes Risiko, weil die Empfindlichkeiten auf beiden Seiten der Grenze riesengroß ist und manche Verrücktheiten des Regimes in Nordkorea eben auch mit sehr eskalierenden Antworten aus südkoreanischer Politik beantwortet werden. Ich hoffe, dass wir im Westen Gelassenheit, Geduld und Nerven aufbringen, um uns nicht reizen zu lassen. Und ich bin im Ergebnis, wenn Sie mich fragen, der Meinung, dass dieser Konflikt nicht so weit eskalieren wird, dass daraus eine echte militärische Auseinandersetzung oder ein Krieg werden wird. Und diese Zuversicht habe ich nicht, weil ich Vertrauen hätte in das Regime in Pyongyang. Überhaupt nicht. Ich habe die Hoffnung und dieses Vertrauen eher deshalb, weil ich von Tag zu Tag stärker sehe, dass die Chinesen ihr Interesse in dieser Auseinandersetzung erkennen. Die Chinesen haben gelernt und wissen, dass all das, was Nordkorea im Augenblick anrichtet, am Ende auf ihr Konto geht. Dass es Ansehen für China kostet. Und deshalb können Sie jetzt in den letzten 2-3 Tagen sehen, dass der ursprünglich Verbündete Nordkoreas, China nämlich, im Ton deutlich umschwenkt, deutlich kritischer, geradezu hart reagiert gegenüber allen Äußerungen, die aus Nordkorea kommen. Und da ist ein großes Angewiesensein in Nordkorea von chinesischer Hilfe gibt, um Hungersnöte jedenfalls für die nächste Zeit auszuschließen, um wirtschaftlich einigermaßen über die Runden zu kommen, hoffe ich sehr darauf, dass der chinesische Einfluss am Ende ausreichen wird, um auch in Nordkorea die Beteiligten nach und nach wieder zur Vernunft zu bringen.
Wenn Sie mich nach einer Prognose fragen, dann glaube ich nicht, dass wir es in der Region mit einer militärischen Auseinandersetzung zu tun bekommen. Das ist vielleicht die positive Nachricht, mit der man einen solchen Abend beginnen kann, aber es ist nicht die Nachricht, mit der wir insgesamt auf die internationale Politik schauen können. Auch Sie haben den Eindruck, wenn Sie abends den Fernseher anmachen, die Zahl der internationalen Konflikte, mit denen wir es zu tun haben, vor denen wir kopfschüttelnd stehen, manchmal vor dem Unverstand derjenigen, die die Konflikte ausrufen, manchmal kopfschüttelnd vor dem Unvermögen der internationalen Staatengemeinschaft, ausgebrochene Konflikte zu lösen. Es wird, so hat man den Eindruck, von Jahr zu Jahr eher mehr. Kommen neue Konflikte hinzu, aber kein anderer, der vorhanden ist, wird wirklich gelöst. Warum ist das so, meine Damen und Herren? Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Kalte Krieg 1990 beendet worden ist. Ich will das mal ganz vorsichtig so sagen. Der Kalte Krieg, der nicht nur Europa, sondern die Welt dominiert hat, hatte große Gefahren. Auch der konnte immer wieder ausbrechen und vom Kalten Krieg zu einem heißen Krieg werden. Aber er hat für eine Zeit lang von 40 Jahren eine Übersichtlichkeit in der Welt geschaffen. Man gehörte zu den einen oder zu den anderen. Eine klassische Zweiteilung der Welt, ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen Ost und West. Ich nenne das immer, das ist die zynische Gewissheit des Kalten Krieges, dass es zwei Seiten gab, die eine amerikanisch beherrscht, die andere russisch beherrscht, und beide Seiten haben mit der Verantwortung der Hauptstädte in Washington und in Moskau kalkuliert, was gerade noch möglich ist, um den Kalten Krieg nicht in den heißen Krieg umzuschlagen. Diese zynischen Gewissheiten sind mit den Jahren 1990, mit der Auflösung der Blöcke, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, diese zynischen Gewissheiten sind weg. Und wir, das sage ich immer in aller Deutlichkeit dazu, wir Deutschen dürfen uns darüber überhaupt nicht beklagen. Wir sind die Nutznießer dieser Zeitenwende, die es im Jahre 1990 gegeben hat. Wir sind die Nutznießer deshalb, weil wir am Ende deutsche Einheit auch nur deshalb und natürlich aufgrund der Proteste in der damaligen DDR selbst, aber natürlich auch aufgrund des Zusammenbruchs der Sowjetunion erreichen konnten. Weil das so ist, dürfen wir uns nicht beklagen, aber wir müssen wissen, was die Folgen dieser Jahre von 1990 ist. In aller Kürze gesagt, im Jahr 1990 ist eine alte Ordnung zusammengebrochen. Die alte Ordnung nämlich, dass es zwei Teile der Welt gibt, der eine amerikanisch, der andere russisch dominiert. Eine alte Ordnung ist zusammengebrochen, aber eine neue Ordnung ist nicht an die Stelle getreten. Wir sind im Moment in einer Situation, in der die Welt nach einer neuen Ordnung sucht. Und dieser Suchprozess der Welt verursacht Konflikte. Und diese Konflikte brechen an unterschiedlichen Stellen auf. Wäre es nur das, dann wäre das, sagen wir mal, anspruchsvoll genug für die Außenpolitik. Aber gleichzeitig ist die Welt nicht nur auf der Suche nach einer neuen Ordnung, die Ersatz bietet für die alte Ordnung, die untergegangen war, sondern gleichzeitig verschieben sich auch noch die weltwirtschaftlichen Gewichte. Ich will sagen, das schöne alte Europa, in dem wir leben, war mal der Nabel der Welt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, ganz so ist das nicht mehr. Es ist wirtschaftlich nicht mehr so. Es ist von den Bevölkerungsanteilen nicht mehr so. Und es ist auch deshalb nicht mehr so, weil ganz andere Zentren wachsen, die wirtschaftlich stärker sind, die politisch stärker werden in Zukunft, und die sozusagen unser ganzes Koordinatensystem, mit dem wir groß geworden sind, gehörig durcheinander bringen. Was meine ich? Als wir 1990 über Außenpolitik geredet haben, über den Ost-West-Konflikt, waren eigentlich Länder wie China, wie Indien und Brasilien überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung. Die spielten außenpolitisch, auch wirtschaftspolitisch eigentlich keine Rolle.
Wenn Sie mal die letzten 10, 15 Jahre alleine nehmen, China ist wirtschaftlich der Superstar geworden. Indien versucht es, China gleichzumachen. Brasilien ist geradezu explodiert. Viele haben gesagt, Brasilien wird irgendwann mal sozial explodieren. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es ist wirtschaftlich explodiert, es ist eine richtige, wirtschaftlich starke Macht geworden. Nun ist das so, dass wir uns nicht darauf einstellen können und nicht darauf einstellen dürfen, dass diejenigen, die jetzt wirtschaftlich erfolgreich sind, sich zu Hause hinsetzen und freuen darüber, dass die Wirtschaft läuft, dass der Staat seine Einnahmen hat, sondern die machen es uns nach. Die sagen jetzt, so wie die Europäer das gemacht haben, nämlich wegen ihrer wirtschaftlichen Macht auch politischen Einfluss gesucht zu haben, so wie die Amerikaner das gemacht haben, nicht nur wirtschaftliche Macht zu haben, sondern daraus auch politisch Einfluss zu üben, genauso wollen wir das auch. Und die Chinesen und die Inder, wachsend auch Südamerikaner wie die Brasilianer oder Südafrikaner, sagen jetzt, so wie ihr Amerikaner und Europäer euch die Welt vorgestellt habt, dass das alles so bleibt, wie das 1949 mal eingerichtet worden ist. Diese Nachkriegsordnung, das ist nicht mehr die Ordnung, von der wir uns bestimmen lassen wollen, sondern wir wollen damit mitreden. Wenn Sie mal ein paar Jahre zurückdenken und abends den Fernseher angemacht haben, da haben Sie vielleicht Außenminister gesehen, die kamen gerade von einem G8-Gipfel. Ja? Da waren sozusagen, das war die alte Ordnung. Ein paar Europäer, Amerikaner, Japaner dabei. Das war die alte Nachkriegsordnung. Und da sagen jetzt Chinesen und da sagen Inder und da sagen Brasilianer, das ist ja schön und gut, dass ihr nach wie vor großes Selbstbewusstsein habt, aber in diesen Formaten lassen wir uns die Welt nicht mehr erklären, lassen wir uns auch nicht mehr kritisieren. Wir wollen damit drin sitzen. Und das ist der Grund dafür, weshalb man vor einigen Jahren drangegangen ist und das, was es da gab an Formen der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, G8 etwa, aufgebohrt hat, erweitert hat. Und jetzt haben wir nicht mehr G8-Staaten, jetzt haben wir G20-Staaten. Es sitzen 20 Staaten rund um den Tisch und versuchen, die Welt einigermaßen in der Balance zu halten. Ob das gut geht, weiß man nicht. Es ist mit 20 Staaten schwerer als mit 8 Staaten. Aber die 8 Staaten werden jedenfalls nicht mehr ausreichen, um die Welt zu erklären oder um Vorgaben zu machen, um Richtung anzugeben, in welche Richtung sich die Welt und der Weltfrieden entwickeln soll. Also werden wir uns daran gewöhnen, dass inzwischen ein paar Leute mehr mitreden, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Was hat sich noch verändert? Die Art der Auseinandersetzungen hat sich verändert. Als ich Kind war und begann, mich für Politik zu interessieren, da waren wir natürlich auch, wie die meisten von Ihnen, pazifistisch eingestellt, waren der Meinung, dass Kriege auf jeden Fall verhindert werden müssen und dass man die Armeen klein halten muss. Der Meinung kann man auch weiterhin sein. Nur der klassische Krieg, von dem wir geredet haben, vor 20 und 30 Jahren, der klassische Krieg ist eigentlich gar nicht mehr das, was das augenblickliche Risiko in der internationalen Politik ausmacht. Dass sich große Armeen zweier miteinander verfeindeter Länder gegenüberstehen, das ist nicht mehr die Realität dieser Tage, sondern Krisen und Konflikte werden in der Regel von Auseinandersetzungen geprägt, die weit unterhalb der staatlichen Ebene angesiedelt sind. Man spricht heute neuerdings von sogenannten asymmetrischen Konflikten, wo nicht ein Staat gegen einen Staat Krieg führt, sondern wo eine Gruppe eines Staates entweder den eigenen Staat angreift oder den Nachbarstaat. So war das mit den Taliban in Afghanistan, so ist das mit der Hisbollah im Libanon. Eine ähnliche Auseinandersetzung haben sie in Syrien mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Ähnlich ist das mit der Hamas in Palästina. Und wie es sich in Nordafrika entwickelt,
Weiß ich noch nicht genau. Ich komme gerade zurück von einer Reise durch Ägypten und durch Tunesien. Bin zuversichtlich, dass das Experiment in Tunesien gelingt. Bin absolut desillusioniert aus Ägypten zurückgekommen, wo das Ganze wirklich auf der Kippe steht, wo es keine gesellschaftliche Basis, keinen Konsens über die weitere Entwicklung des Staates Ägypten, erst recht nicht über die demokratische Entwicklung Ägyptens gibt. Das alles ist Zeichen dafür, dass sich die Art der Auseinandersetzung in fundamentaler Art und Weise verändert hat. Ich bin eben gefragt worden von einem jungen Journalisten, was heißt das eigentlich für Deutschland und was heißt das eigentlich für deutsche Außenpolitik? Können wir uns in Zukunft raushalten oder müssen wir uns in Zukunft einmischen? Ist eher das Beispiel Afghanistan prägend für deutsche Außenpolitik oder ist es eher das Beispiel Irak? Irak haben wir damals entschieden, nein, wir machen nicht mit. In Afghanistan haben wir uns entschieden, wir beteiligen uns an dem internationalen Einsatz. Mein Vorschlag ist, wir sollten nicht nach einem Patentrezept suchen. Es wird es nicht geben. Die Möglichkeit für Deutschland, sich aus der Außenpolitik, aus der Außen- und Sicherheitspolitik prinzipiell herauszuhalten, diese Möglichkeit ist nicht gegeben und ich persönlich hielte sie auch für falsch. Sehen Sie, die Vereinten Nationen, der wir so viel Verantwortung überlassen, ist ein Gebilde aus ungefähr 200 Staaten. In diesen Vereinten Nationen, unter den 200 Staaten, sind vielleicht drei Handvoll von Staaten, die erstens seriös genug sind, genügend wirtschaftlich entwickelt und politisch stabil, die in der Lage sind, wirklich Verantwortung zu tragen. Deutschland gehört dazu. Man muss einfach wissen, wenn wir uns dafür entscheiden würden, im gesamten Geflecht der Vereinten Nationen keine Rolle mehr zu spielen, dann würden diese Vereinten Nationen nicht mehr funktionieren und noch schlechter, als sie gegenwärtig funktionieren. Darum wäre mein erstes Plädoyer, das Naheliegende, nämlich die Vorstellung, dass ein Land wie Deutschland sich raushält aus allen internationalen Konflikten, diese Vorstellung nicht weiter zu verfolgen. Heißt das, dass ein Land wie Deutschland sich deshalb überall beteiligen muss? Das heißt es natürlich nicht, sondern die Verantwortung der deutschen Politik bleibt, in jedem Einzelfall zu entscheiden, ist es verantwortungsvoll, uns zu beteiligen und erst recht ist es dann verantwortbar, unter Umständen auch junge deutsche Menschen in eine solche Auseinandersetzung mit all den Risiken für Leib und Leben einzugehen. Da ich beteiligt war an diesen Entscheidungen, sage ich Ihnen in aller Kürze, warum wir das in unterschiedlichen Fällen auch unterschiedlich behandelt haben. Der Fall Irak ist derjenige, der ja meistens Sympathie auslöst, weil Deutschland sich nicht beteiligt hat. Dort war die Entscheidung deshalb schwer, weil der Druck des gesamten Westens, der Amerikaner, der Briten, extrem hoch war, sich aus dieser Art von Solidarität innerhalb des militärischen Bündnisses, innerhalb der NATO, nicht zu verabschieden. Das Hauptargument war, wenn wir gehen, so war damals der Satz in der NATO, wenn wir gehen, dann gehen wir gemeinsam. Und ihr Deutschen dürft euch da nicht isolieren. Am Ende waren wir nicht isoliert, weil die Franzosen an unserer Seite geblieben sind. Aber Sie müssen sich vorstellen, das war einer der härtesten Gänge in der Außenpolitik, die ich überhaupt in Erinnerung habe. Der Druck war extrem hoch. Der Druck war extrem hoch, gemeinsam mit den anderen diesen Irak-Einsatz, diese Irak-Intervention mitzumachen. Und wir haben ihr dort damals Gott sei Dank widerstanden. Nicht, weil uns das Ganze irgendwie unappetitlich oder unangenehm war, sondern weil wir wussten und der Überzeugung waren, dass die Gründe für diesen Kriegseinsatz nicht gegeben waren. War nicht leichtfertig entschieden. Und das war auch keine irgendwie
emotionale anti-amerikanische Haltung, wie uns damals vorgeworfen worden ist, sondern wir hatten echte Beweise dafür, dass die Behauptungen, im Irak gäbe es Großanlagen, mit denen Massenvernichtungsmittel hergestellt werden. Wir wussten, dass es diese Beweise nicht gibt und deshalb haben wir uns nicht beteiligt. Dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen damals mit Mehrheit anders entschieden hat, ist eine andere Geschichte. Wir haben jedenfalls aus guten Gründen damals nicht mitgemacht. Viele haben gesagt, warum habt ihr nicht in Afghanistan damals genauso entschieden? Und ich weiß, das ist in Brandenburg so, ich vermute in Thüringen wird es nicht anders sein, dass die Haltung der Bevölkerung zu dem Irak-Einsatz extrem kritisch ist. Heute, nach fast 10 Jahren, nach mehr als 10 Jahren, noch kritischer als zum Zeitpunkt der Entscheidung im Jahre, ich glaube Ende 2001 haben wir die Entscheidung gefällt, in Afghanistan mitzumachen. Da muss man sich in Erinnerung rufen, was war das für ein Grund und warum war das bei dem Afghanistan-Einsatz völlig anders als beim Irak-Einsatz? Beim Afghanistan-Einsatz ging voraus das Attentat in New York mit über 3000 Toten beim Welthandelszentrum in New York. Und manche haben gesagt, naja, ihr seid dann nach Afghanistan gegangen, um euch zu rächen für irgendetwas. Ich will ja nicht ausschließen, dass nach einem solchen Attentat auch Rachegedanken eine Rolle gespielt haben bei den Amerikanern. Ist keine Frage. Aber es war nicht der Grund für unsere Entscheidung. Sondern die damalige Situation vor gut 10 Jahren war ja so, dass viele in der Tat zu Recht geglaubt haben, dass New York nicht das Ende einer Attentatsserie durch islamistische Terroristen war, sondern möglicherweise erst der Anfang. Und dass diejenigen, die in New York Erfolg gehabt haben mit diesem riesigen Anschlag, jetzt durch die europäischen Hauptstädte ziehen und versuchen dort das Gleiche anzurichten. Das heißt, es war nicht Rache, sondern es war die Befürchtung, dass das der Anfang einer größer angelegten Anschlagsserie sein könnte, die irgendwann auch Menschen in unserem eigenen Land, auch in Deutschland betrifft. Und deutsche Politik hat sich für den Afghanistan-Einsatz auch deshalb entschieden, um deutsche Städte, Menschen in Deutschland vor islamistischen, terroristischen Angriffen zu schützen. Haben wir Unrecht gehabt? Das kann man unterschiedlich beantworten. Es hat in der Tat, Gott sei Dank, keinen Anschlag in Deutschland gegeben. Aber ganz befriedigend und ganz richtig ist diese Sichtweise nicht, denn schauen wir uns die Geschichte an, die Anschläge sind nach Europa gekommen. Es hat den großen Anschlag in London gegeben, es hat den großen Anschlag in Madrid gegeben, damals auf die Eisenbahn. Und wir dürfen nicht vergessen, auch Deutsche sind bei Anschlägen ums Leben gekommen. Bei dem großen islamistisch-terroristischen Anschlag, den es auf Bali gegeben hat, sind deutsche Urlauber zu Tode gekommen. Bei dem Angriff, den es in Djerba gegeben hat, auf die dortige jüdische Synagoge, sind deutsche Urlauber, die gerade zur Besichtigung dort waren, sind deutsche Urlauber zu Tode gekommen. Insofern, ich sage das nur, um Ihnen gleichzeitig zu signalisieren, das war nicht irgendwie weit hergeholt, dass Terrorismus auch Deutsche treffen würde. Und insofern war das damals eine schwere Entscheidung, deutsche Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Trotzdem würde ich rückblickend sagen, zum damaligen Zeitpunkt war es eine richtige Entscheidung. Ich verstehe aber, wenn viele heute nach 10 Jahren sagen, muss man das nicht nach 10 Jahren nochmal neu bewerten? Ich glaube ja. Und wenn die deutschen Soldaten im nächsten Jahr zurückgekehrt sein werden, Ende des Jahres 2014, dann wird man sich über diesen Einsatz insgesamt nochmal Gedanken machen müssen. Vor allen Dingen darüber, mit welchen Zielen wir in solche Einsätze in Zukunft hineingehen, wenn sie denn nochmal stattfinden. Das Ziel,
was damals in Bonn auf dem Petersberg mit großer medialer Beteiligung formuliert worden ist, Bonn, Petersberg 2002. Das Ziel, was damals formuliert worden ist, war, eine Demokratie in Afghanistan zu errichten, eine Demokratie nach unserem Muster. Und da in der Tat, da würde ich mit vielen Skeptikern, die vermutlich auch hier im Saale sind, hat uns der Afghanistan-Einsatz eine harte Lektion erteilt. Dass es etwas europäische Selbstüberschätzung war, in dieser fernen Gegend, in der Demokratie nie vorhanden war, eine Demokratie nach unserem Muster, nach unserem westlichen Muster zu errichten. In einem Land, das im Wesentlichen geprägt ist durch Stammeskonflikte, das geprägt ist in seiner Verwaltung, in seinem Lebensalltag, geprägt ist durch Tribale, durch Stammesstrukturen, keine Verwaltungsstrukturen, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Das war sicherlich europäische Selbstüberschätzung mit dem Ziel, dort Demokratie nach unserem Muster zu schaffen, dorthin zu gehen. Insofern glaube ich, wenn wir kritisch über den Afghanistan-Einsatz nachdenken, dann vor allen Dingen darüber, was in jenen fernen Weltregionen am Ende erreichbar ist. Man kann Gefahren beseitigen. Das ist sicherlich geschehen, indem man die Terroristencamps versucht hat zu beseitigen, sogar erfolgreich beseitigt hat. Es ist erreichbar, dass man mit wirtschaftlicher Hilfe, das haben Sie ja gesehen, Schulen wieder aufbaut, die von den Taliban geschlossen worden sind. Es ist erreichbar, dass man Wasserversorgung wieder in Gang setzt. Auch das ist geschehen. Aber beim Aufbau demokratischer Strukturen, vielen Dank, ist es offenbar etwas schwieriger. Und das hat die Länge des Einsatzes bestimmt. Deshalb sage ich, wir müssen auch sehen, dass wir an diesem langen Afghanistan-Einsatz lernen. Auswerten, überprüfen, was war richtig, was war falsch, um solche Auslandseinsätze in Zukunft verantwortbarer zu gestalten. Ausschließen werden wir das nicht für alle Zukunft. Solange Deutschland ein wichtiger Teil der Weltgemeinschaft bleibt, solange Deutschland mit seinem ganzen wirtschaftlichen Gewicht, das wir innehaben, natürlich auch Adressat von politischen Erwartungen ist, solange werden wir nicht ausschließen können, auch immer mal wieder an Auseinandersetzungen beteiligt zu sein oder werden konfrontiert werden mit Forderungen an unsere Solidarität, mit anderen mitzugehen. Aber ich glaube, wir werden in der Lage sein, nach den Konflikten, die wir hinter uns haben auf dem Balkan und demnächst auch in Afghanistan, sorgfältiger die Gründe zu wägen, in denen man sich für Ja oder auch für Nein entscheidet. Ein letztes Wort zu den Konflikten, die ich in der Tat für gefährlicher halte als den gegenwärtigen Konflikt in Nordkorea. Das ist der Konflikt im Nahen Osten. Nicht nur, weil ich natürlich auch Fernsehzuschauer bin wie Sie und mitleide mit den Menschen, die man jeden Abend auf den Fernsehbildern zu sehen kommt, die in dem Konflikt, in dem blutigen Konflikt in Syrien zu Tode kommen, sondern weil man auch vor der Ausweglosigkeit, diesen Konflikt zu lösen, steht. Und für jemanden, der sich in der Außenpolitik ein bisschen auskennt, ist es nicht nur der Syrien-Konflikt, über den ich rede und über den wir sicherlich gleich auch in der Diskussion noch weiter reden werden, sondern für mich ist es natürlich die drohende Gefahr, dass sich der Syrien-Konflikt zu einem Flächenbrand in der gesamten Region ausweiten könnte. Ich will sagen, wir haben, und auch das hat sich in den letzten Jahren verändert, wir haben ein rund um Israel herum völlig verändertes politisches Umfeld. Wir haben vor einigen Jahren noch stabile Partner Israels gehabt, in Gestalt von Ägypten und Tunesien, die sogar Friedensverträge mit Israel hatten. Die Friedensverträge, die damals unterschrieben worden sind,
sind formell nicht in Frage gestellt worden. Die Frage ist nur, investiert eigentlich in Ägypten im Augenblick jemand in diesen Frieden mit Israel? Syrien war ein diktatorisch beherrschter, aber ein säkularer Staat. Ein Staat mit vielen Ethnien, mit vielen Religionen, der nicht im Friedenszustand mit Israel lebte, aber sagen wir mal im Zustande eines kontrollierten Waffenstillstands. Auch die Sicherheit ist im Moment mindestens brüchig geworden, wenn sie nicht schon hinweg ist. Sie erleben jetzt das, was zu erwarten war, dass im Nachbarstaat Libanon, der ja, wenn Sie die Siedlungsstrukturen anschauen, kein wirklich anderes Gebilde als Syrien ist, sondern die Familien, die Stämme leben grenzüberschreitend, es ist ein Hin und Her. Und die Grenze zwischen Libanon und Syrien ist relativ künstlich. Ich will sagen, jeder Konflikt, der sich jetzt in Syrien weiter zuspitzt, wird ein Konflikt sein, der sich auch im Libanon Ausdruck verschafft. Das heißt, dieses mühsame, multiethnische Gebilde Libanon, was schwer zu regieren ist, was aber im Augenblick mindestens im Frieden mit sich selbst lebt, dieses Gebilde Libanon wird, das kann ich Ihnen voraussagen, in nächster Zukunft instabil werden. Wenn man sich nur jetzt schon anschaut, dass die Hisbollah als eine der wesentlichen schiitischen Kräfte sich im Libanon wieder aufrüstet, dass dagegen jetzt die andere Seite des Islam, die sunnitischen Kräfte sich sammeln, um sich auf einen Kampf zwischen den unterschiedlichen islamischen Gruppen vorzubereiten, dann weiß man, dass diese kleine Schicht von vernünftigen säkularen Kräften im Libanon nicht ausreichen wird, um diese Kräfte, um diese Auseinandersetzungen dauerhaft unter der Decke zu halten. Was jetzt wirklich die ganze Sache aber hochbrisant macht, ist, dass wir trotz vielfältiger Bemühungen der Vergangenheit es nicht geschafft haben, den zentralen Konflikt, den es in der Region gibt, nämlich den mit dem Iran, zu lösen. Das, darum sage ich das am Ende, das ist die wirkliche Gefahr, von der ich eigentlich rede, weniger von Nordkorea, sondern mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten, die wirkliche Gefahr, dass wir eine solche Vielzahl von unterschiedlichen Konflikten in Syrien, im Libanon, dem immer ja noch nicht beendeten Bürgerkrieg im Irak, man spricht zwar nicht mehr darüber, aber hin und wieder kriegen Sie das mal mit, es hat gerade mal wieder ein Attentat stattgefunden mit 48 Toten, das ist ja im Irak alles nicht zu Ende, die amerikanischen Soldaten sind abgezogen, aber der Bürgerkrieg ist ja eigentlich nicht zu Ende. Dass sich die Konflikte in Syrien, im Libanon, im Irak am Ende verbinden mit dem ungelösten Atomkonflikt mit Iran und daraus ein großer Flächenbrand wird. Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die mit einem Blick auf die Weltlage sagen, das Ganze ist unlösbar. Das ist es nämlich nicht, sondern wir unterschätzen manchmal die Kraft von Politik, auch die Kraft von Außenpolitik, und solange es sozusagen verantwortungsvolle Partner gibt, solange sind auch außenpolitische Konflikte lösbar. Ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt am Beginn einer neuen, der zweiten und letzten Amtsperiode eines amerikanischen Präsidenten, dort vor allen Dingen in den USA, den notwendigen Mut und die Bereitschaft vorfinden, um die Verantwortung, die Amerika im Nahen Osten hat, diese Verantwortung auch wirklich wahrzunehmen. Wir sind nicht ohne Einfluss, wir Deutschen im Nahen Osten. Aber wenn der Weg zur Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch beschritten werden kann, es ist schwieriger geworden, als das vor vielen Jahren war, wenn dieser Weg zur Zwei-Staaten-Lösung beschritten werden soll, und es ist die einzige Lösung, die ich sehe, um Frieden in der Region herzustellen, dann kann sie nur auf wachsenden, hohen und erhöhten Druck der Amerikaner auf die gegenwärtige israelische Regierung stattfinden. Sonst sehe ich
keine Chance, dass wir an einer Stelle mal anfangen, diesen gesamten Knoten an Konflikten, den ich eben geschildert habe, diesen gesamten Knoten an Konflikten beginnen aufzulösen. Der Nahostkonflikt im eigentlichen Sinne, der Konflikt zwischen Israel und Palästina, ist leider nicht mehr der einzige Konflikt in der Region. Aber wenn es uns gelänge, diesen Konflikt zu lösen, dann werden auch wieder Zugänge zu den Konfliktpartnern in den Nachbarstaaten, über die ich gesprochen habe, wieder möglich. Insofern bleibt das nach wie vor der Punkt, an dem wir anzusetzen haben. Sie sehen, ich will Ihnen nicht vormachen, dass die Welt einfacher geworden ist seit 1990. Sie ist einfach nur anders geworden. Und wir Deutsche, wir müssen einfach den Mut und die Bereitschaft haben, mit einem neuen Blick auf diese veränderte Welt zu schauen. Aber wir müssen eben auch, das ist Sinn meiner Worte, die wirkliche innere Bereitschaft haben, nicht einfach wegzuschauen, zu hoffen, dass alle Augen an uns vorbeischauen, sondern wir müssen eben auch erkennen, dass ein 82 Millionen Volk wie das Deutsche, das im Augenblick einzige in Europa mit einer stabilen Wirtschaft, eines der wenigen der Welt mit einer stabilen demokratischen Regierung, dass ein solches Land sich nicht einfach aus der Weltgemeinschaft verabschieden kann, dort seine Rolle zu spielen hat, selbst wenn diese Rolle in der Außenpolitik manchmal schwer ist oder schwer mit der Verantwortung ist, umzugehen. Ganz herzlichen Dank. Das zur Einführung und dann werden wir miteinander diskutieren. Ja, Wilfried Heinz, ich möchte eine Frage stellen. Krieg ist doch ein gutes Geschäft, dann wird es also immer Kriege geben. Wir leben jetzt im Kapitalismus und das bringt doch Geld, so ein Krieg. Für alle Beteiligte, bis auf die Zivilisten. Ja, in der Tat, wenn die Welt so einfach wäre, dann brauchten sie keine Außenpolitik. Wenn sozusagen jeder Konflikt nur das Ergebnis wäre von Berechnungen in den Rüstungsfirmen weltweit, dann brauchte man Außenpolitik nicht, um sich Konfliktlösungen zu überlegen oder dort, wo Konflikte und Kriege ausgebrochen sind, sich wieder um Beruhigung und um Frieden zu kümmern. Nur bei den vielen ethnischen oder religiösen Konflikten, von denen ich am Schluss gesprochen habe, da glaube ich, lässt sich noch leicht und am ehesten und plausibelsten für Sie alle nachweisen, dass die Gründe für die Ausbrüche von Konflikten doch vielfältiger sind und es nicht nur mit Erwerbssinn zu tun hat, ob ein Krieg ausbricht, sondern es ist manchmal ein uralter Hass von Religionsgemeinschaften oder von Volksgruppen aufeinander, der für die Auslösung von Kriegen verantwortlich ist. Dass, sagen wir mal, in den klassischen Kriegen zwischen den Staaten, von denen ich ja auch gesprochen habe, die heute seltener vorkommen, auch immer ökonomische Interessen eine Rolle gespielt haben, das will ich damit gar nicht verneinen, dass Kriege auch geführt werden, um Ressourcen, Rohstoffe, alles das ist eine Binsenweisheit. Wir werden wahrscheinlich auch erleben, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Kriege um Wasser, gar nicht so sehr um Eisenerz oder Kobalt oder Uran geführt werden, sondern dass sie in vielen Teilen Afrikas schlicht und einfach um Wasser geführt werden. Aber damit wird Außenpolitik nicht überflüssig. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel sagen, wo ich mich selbst beteiligt habe. Sie alle kennen Zentralasien. Zentralasien gehörte früher zum überwiegenden Teil zur Sowjetunion, ist nach 1991 dann selbstständig geworden. Das sind in unterschiedlichem Maße rohstoffreiche Staaten, aber mit einem sehr unterschiedlichen Wasserhaushalt. Tadschikistan zum Beispiel ist ein Land mit einem riesigen Wasserreservoir. Usbekistan ist ein Land mit großem Wasserbedarf, aber ohne eigene Quellen. Und das, was wir versucht haben, in Zentralasien mal aufzubauen, ist sozusagen ein gemeinsames Wassermanagement der zentralasiatischen Staaten nördlich von Afghanistan. Das ist nicht gelungen, aber ich will Ihnen, das bisher jedenfalls nicht gelungen, aber das, was ich Ihnen sagen will, manchmal ahnt man die Gründe für das Entstehen von Konflikten voraus. Und kluge und vorausschauende Außenpolitik muss solche Gründe erahnen, erspüren und möglichst Lösungen entwickeln, bevor solche Konflikte ausbrechen.
Sie schaffen das nie ohne die Partner in der Region. Insofern reicht es nicht, eine Lösung anzubieten. Sie brauchen auch Partner in Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, die willens sind, solche Lösungen umzusetzen. Daran kann es auch scheitern. Aber das Vorausschauen in der Außenpolitik, das ist das Entscheidende. Nicht abwarten, bis Konflikte ausbrechen und erst dann mühsam zu versuchen, ausgebrochene Konflikte wieder beherrschbar zu machen und zu Ende zu bringen. Das ist vielleicht ein paar Jahre zurück, wer sich daran erinnert noch, Willy Brandt und Egon Bahr, der Begriff Wandel durch Annäherung. Ich glaube, das war eine wesentliche Sache, dass zumindest auf friedliche Art und Weise man einen Weg gefunden hat, wer der Stärkere ist. Und moralisch, glaube ich, waren wir es jetzt, denke ich mal. Da haben noch viele andere kausale Dinge eine Rolle gespielt, 1989. Aber Wandel durch Annäherung, glaube ich, ob man das nun mit Südkorea oder Nordkorea kann, das wage ich zu bezweifeln. Im Augenblick nicht, glaube ich. Augenblicklich nicht, aber an sich ist die Botschaft weiterhin irgendwie, es gibt eigentlich kaum eine andere Möglichkeit und so. Es ist wieder das große und beherrschende Thema, komischerweise während der diesjährigen Industriemesse in Hannover. Das liegt daran, dass das Partnerland, das ist jedes Jahr ein anderes Partnerland, das Partnerland in diesem Jahr ist Russland. Und ich habe gestern Abend auch eine Veranstaltung gemacht mit dem, kennen Sie vielleicht auch den früheren Wirtschaftsminister in Russland, German Gräf, der ist jetzt Vorstandsvorsitzender der größten Bank in Russland, der Sberbank, wo wir miteinander diskutiert haben, wie wir dieses schwierige Verhältnis Europa, Russland, Deutschland, Russland, wie wir das einigermaßen in Ordnung bringen. Es ist deshalb so schwierig, weil es sich viele Menschen hier in Deutschland, wie ich finde, nach meiner Bewertung, zu einfach machen. Zu einfach macht man sich es dann, wenn man sagt, das, was da in Russland passiert, das passt uns nicht. Die unterdrücken die Opposition auf den Straßen, die gehen mit Pussy Riot um, wie man das nicht tut, wie das auch zu Recht verwerflich bewertet wird. Die Frage ist nur, welche Schlüsse zieht man daraus? Und ich habe immer die Sorge, dass der einfachste Schluss der ist, dass man sagt, komm, mit denen wollen wir nicht mehr. Und mit denen lohnt es sich gar nicht zu reden. Ich glaube, dass das eine kurzsichtige und auch keine Sichtweise ist, die unseren oder gar den russischen Interessen entspricht. Das haben wir ja in der Außenpolitik immer wieder. Ich sage immer umgekehrt. Wäre Außenpolitik so, dass ich mir als Außenminister aussuchen könnte, nur mit den guten, demokratischen, menschenrechtsfreundlichen Regierungen zusammenzuarbeiten, dann wäre Außenpolitik einfach. Dann müsste ich mich nämlich mit allenfalls 30 bis 35 Staaten in der Welt unterhalten. Die anderen könnte ich unter den Tisch fallen lassen. Das ist aber nie der Sinn von Außenpolitik gewesen, sondern der Sinn von Außenpolitik ist ja gerade ein Verhältnis zu denjenigen zu finden, mit denen man nicht automatisch einer Meinung ist. Und einen Umgang zu pflegen, aus dem sich keine neuen Missverständnisse und erst recht keine Konflikte entwickeln können. Das steckt ja in dieser Vorstellung, an die du gerade erinnert hast, Wandel durch Annäherung. Wandel durch Annäherung hieß nicht, auf Kritik zu verzichten. Das hat Willy Brandt nicht, das hat Egon Bahr nicht in seinen Zeiten. Aber Wandel durch Annäherung heißt, zu versuchen, das Gespräch am Laufen zu halten, Gesprächskanäle offen zu halten und zu versuchen, über Gesprächskanäle, selbst wenn man dazu viel Geduld braucht, leichte Veränderungen zu erreichen. Ich glaube, im deutsch-deutschen Verhältnis hat sich ja bewahrheitet, dass das der richtige Weg war. Und mir will nicht in den Kopf, dass wir das rückblickend alles zu einem Irrtum erklären. Ich glaube, dass wir auch gerade zu den Ländern, zu denen wir ein bekannt schwieriges Verhältnis haben, wo uns die innenpolitischen Zustände überhaupt nicht passen, dass wir auch zu denen immer wieder Formen des Umgangs finden müssen, ohne dass wir loben dürfen, was dort stattfindet, undemokratisches Verhalten in irgendeiner Weise unterstützen oder verlängern helfen. Das alles, darum geht es überhaupt nicht, sondern Gesprächskanäle offen zu halten und mindestens Umgang miteinander zu pflegen. Da besteht das große Missverständnis. Und ich habe in der Debatte, die wir da gestern Abend auf der Hannover Messe
gehabt haben, auch noch mal intensiv dafür geworben, nicht zu verkennen, dass bei allen Schwierigkeiten, die wir in Russland im Augenblick sehen, die ich nicht anders sehe als Sie auch, dass wir bei allen Schwierigkeiten immer noch davon ausgehen müssen, dass die gegenwärtige russische Elite eine ist, die sozusagen in ihrer Bildung und Ausbildung immer noch auf Europa bezogen ist. Ja? Das schafft Anknüpfungspunkte für Gespräche und das schafft auch Anknüpfungspunkte, die Sichtweisen immer wieder zu überprüfen, auch immer wieder zu überprüfen, wie die uns sehen, wie wir sie sehen, und um zu gucken, wer da recht hat. Ich glaube, das Gefährlichste ist, und das ist immer meine Position gewesen, das Gefährlichste ist, ein solches Land wie Russland einfach nur sich selbst zu überlassen und praktisch in die Isolierung zu treiben und damit möglicherweise auch in Kauf zu nehmen, dass sich ein Land wie Russland, das ja im Prinzip auf Europa orientiert ist, sich stärker Richtung Osten und Richtung Asien entwickelt. Das ist jedenfalls nicht die Vorstellung, die ich in der Außenpolitik habe. Und deshalb sage ich nach wie vor bei allen Schwierigkeiten, wir dürfen uns auch aus einem solchen Verhältnis, aus dem deutsch-russischen Verhältnis nicht zurückziehen, sondern müssen versuchen, mit unseren Möglichkeiten da weiter am Ball zu bleiben. Mich treiben eigentlich zwei Fragen um. Das eine ist, welchen Stellenwert hat heute Außenpolitik, wenn man das innerhalb der Regierung sieht? Früher hatte man einen Außenminister, und ich sage jetzt bewusst auch noch zu deiner Zeit, der sehr klar Strukturen vorgegeben hat und Deutschland vertreten hat nach außen. Wenn ich heute die Tagesschau sehe, sehe ich eigentlich eine Kanzlerin, die Außenpolitik betreibt. Und nach Mühen fällt einem dann manchmal ein, dass es noch einen Außenminister gibt. Und die zweite Frage ist, welche soziale Dimension hat eigentlich das Ganze auch? Weil ich glaube, Deutschland ist weder, auch wenn Deutschland erstaunlicher und erschreckenderweise ein großer Rüstungsexporteur ist, besonders militärisch interessant und wirksam, sondern das Entscheidende ist doch, was können wir tatsächlich an Positiven in der Außenpolitik nach außen tragen. Und ich denke nach wie vor, dass das auch gerade mit den Erfahrungen aus der Wende und dem schwierigen Transformationsprozess zwischen West und Ost auch ein Potenzial ist, was wir in der Außenpolitik immer wieder stärker betonen sollten. Die soziale Frage halte ich auch für das Entscheidende im Nahen Osten, weil es ja nicht nur um ethische Fragen geht, sondern auch immer um Machtfragen zwischen einer relativ kleinen Elite, die Ressourcen aber unter Kontrolle hat, und einer großen Bevölkerungsmehrheit, die sich wirtschaftlich und sozial ausgegrenzt fühlt. Du wolltest noch was? Ja, weil das vorhergehende Thema Russland. Ich habe das Gefühl heute, oder wir müssen da von 89 zurückgehen. Wir hatten zwei Weltmächte, Moskau, Washington, und plötzlich, ich überspitze mal, ist dieses starke Russland zur Regionalmacht heruntergefallen. Man hat sogar das Gefühl, dass China weiterkommen im Kommen ist und dass Deutschland, ich sage mal wieder, dass den Krieg verloren hat durch die Sowjetunion, das dominiert heute Europa wirtschaftlich. Ist gar nichts Schlechtes und so. Aber das verlangt nach meinem Dafürhalten eine unwahrscheinliche Sensibilität nach außenpolitisch jetzt. Und es ist natürlich so, trotz der Krise, Finanzen, Wirtschaft, wir sind das potenteste Land mit in Europa, ist halt einfach so. Und das schmerzt natürlich in Moskau viel, das kann ich mir vorstellen. So. Das verlangt eben, wo ich sage, Menschenskind, gerade außenpolitisch brauchen wir unwahrscheinliche Sensibilität. Das ist ja schon der Anknüpfungspunkt für deine erste Frage. Welchen Stellenwert hat Außenpolitik heute? Ich glaube, wir müssen uns von einem Irrtum befreien, der sich etwas eingeschlichen hat, wenn ich das so sagen darf, der auch immer wieder weiter beschrieben wird, auch in den Medien weiter beschrieben wird, der Irrtum nämlich, dass die Außenpolitik eigentlich durch Frau Merkel gemacht wird. Weil, was passiert tatsächlich? Sie sehen, wenn Sie den Fernseher anschalten, Frau Merkel auf einem EU-Gipfel. Sie sehen Frau Merkel vielleicht auch auf einem G20-Gipfel. Nur, wo findet die Außenpolitik statt? Ich sage es spaßeshalber immer zu Journalisten, Außenpolitik findet zwischen den Gipfeln statt.
Weil auf den Gipfeln wird das unterschrieben, was bis dahin sozusagen erarbeitet und verabredet worden ist. Und sagen wir, erfolgreiche Außenpolitik können Sie eigentlich nur dann machen, wenn Sie zwischen den großen Gipfeln oder dann, wenn gar keine Gipfel anstehen, eine funktionierende Außenpolitik haben, die sich einsetzt, die versucht, Lösungen zu entwerfen, die Mut hat, vielleicht auch mit unkonventionellen Lösungen mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und in der Tat, da sehe ich im Augenblick auch eher großen Mangel. Und das ist der Grund dafür, weshalb ich vorhin in meinen einleitenden Bemerkungen gesagt habe, entsprechend der Größe und der Verantwortung, die dieses Land hat, auch weil es wirtschaftlich stark ist, finden wir im Augenblick in den internationalen Beziehungen, in der Außen- und Sicherheitspolitik, kommen wir da nicht einigermaßen angemessen vor. Wir nehmen uns sehr viel stärker zurück, als man das von uns erwartet und als es eigentlich unsere Pflicht wäre. Das ist meine Kommentierung zur Außenpolitik. Wenn ich dann doch mal mit einem Ausflug zu Europa antworten darf, ich glaube, das ist die entscheidende Fehleinschätzung, die wir bei dem ganzen Versuch, die europäische Krise zu lösen, im Augenblick erleben. Indem wir nämlich glauben, wir reden insgesamt nur über eine wirtschaftliche Krise in Europa. Das mag es am Anfang gewesen sein. Wir sind jetzt im fünften Jahr der Krise, ohne dass wir sie gelöst haben. Wir haben sie für Deutschland, sie hat uns nicht erreicht bisher. Wir haben nach wie vor blendende Zahlen, was Steuereinnahmen angeht, was Beschäftigung angeht, was Wachstum angeht. Das ist in Deutschland alles noch einigermaßen befriedigend. Nur, wir können es natürlich auch nicht vormachen, als hätten wir mit dem Rest Europas nichts zu tun. Wirtschaftlich liegt das auf der Hand. 60% dessen, was an Waren und Gütern hier bei uns produziert wird, geht nicht nach China und in die USA, sondern 60% geht in die unmittelbare europäische Nachbarschaft. 60% geht nach Europa, 6% geht nach China. Das Verhältnis von 1 zu 10, das muss man im Kopf haben. Und deshalb ist Europa wirtschaftlich von uns von so großer Bedeutung. Das ist aber gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern weil du nach den sozialen Folgen fragst. Unser Problem ist, dass wir die europäische Krise nur als eine ökonomische Krise, als eine wirtschaftliche Krise wahrnehmen. Ich glaube, sie ist längst schon viel mehr. Sie ist eine politische Krise und sie könnte eine Krise der Demokratie werden, mindestens in den südeuropäischen Staaten. Warum? Weil, das geht denen ja nicht anders als Ihnen allen, warum gehen sie zur Wahl? Weil sie eine Mehrheit wählen wollen, von der sie erwarten, dass sie die Lösung des Landes irgendwie in den Griff kriegen. In den südeuropäischen Staaten wie Griechenland haben die jetzt mehrere Wahlversuche gehabt. Und die kommen zu dem Ergebnis, wir können eigentlich wählen, was wir wollen, keiner kriegt die Krise in den Griff. Und die Griechen sind jetzt so an dem Punkt, du flüsterst gerade, Italien vielleicht auch, dass sich die Menschen sagen, wenn das die Linken nicht können, wenn das die Rechten nicht können, wenn es die ganz links nicht können und ganz rechts nicht können und die in der Mitte auch nicht, dann kann es vielleicht keine demokratische Regierung. Das ist die Gefahr, die ich wirklich sehe, nicht bei uns, aber in einigen südeuropäischen Staaten, dass aus der Wirtschaftskrise eine politische Krise wird, die wir in Italien haben, wo im Augenblick größte Schwierigkeiten bestehen, eine Regierung zu bilden. Und dass sich aus der politischen Krise auch eine Krise der Demokratie entwickeln könnte. Das ist noch nicht der Fall, aber es müsste der Auftrag, die Verantwortung für uns daraus erkennbar werden, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch so schnell wie möglich wirtschaftliche Stabilität in Europa wiederherstellen. Oder sagen wir mal etwas vorsichtiger, dass wir wirtschaftlich in Europa endlich wieder Boden unter den Füßen kriegen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diese politische Krise, diese Demokratiekrise mit all den sozialen Folgen am Ende vermeiden können. Herr Steinmeier, Sie sprachen gerade von der politischen Krise, die aus sozialem Sprengstoff entstehen könnte, vorher von Weitblick in der Politik, von Vorausschau in der Politik.
Ich lese hier auf dem Flyer von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Sozialen, der Demokratie verpflichtet. Jetzt möchte ich Sie trotzdem mal die Niederung der Tagespolitik entführen, weil Sie auch von Wasser gesprochen hatten, von Ressourcen und was Sie gerade geschildert hatten, auch über Südeuropa mit der Demokratie, wie sich das vielleicht abgleitend entwickeln könnte. Das ist ja auch ein Akzeptanzproblem der Politik. Und wenn ich mal ehrlich bin, also ich bin vielleicht nicht der Einzige, aber ich habe manchmal auch ein Akzeptanzproblem. Eigentlich finde ich Europa ganz gut, weil das hat ja uns ja Frieden gebracht. Und es gab ja den Friedensnobelpreis, das ist sehr schön. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber manchmal denke ich so, haben wir das Europa der Menschen gewollt? Ich denke ja. Aber haben wir das Europa der... Spreche ich undeutlich? Haben das Menschen gewollt? Oder? Nein, haben wir alle, die das Europa befürworten, das Europa der Menschen bauen wollen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Oder haben wir das Europa der Lobbyisten bauen wollen? Und hier unten bei uns, also bei mir speziell, kommt immer das so rüber, die Lobbyisten sind stark und eigentlich die Menschen, für die das Europa eigentlich da sein soll, die sind relativ schwach. Wir haben nämlich keine Lobby. Und da ist es wirklich schon so, dass man sagt, wie Sie es leider gerade auch formuliert haben, eigentlich kann man wählen, wie man will, in Europa, die machen sowieso, was sie wollen. Und jetzt kommt meine äußerst kritische Frage an Sie. Vor 5 Wochen gab es eine Sitzung im Bundestag zu dem Thema Privatisierung des Wassers. Auch wenn das von den Linken kam, und da kann man sich unterhalten, wie man will. Und ich finde eigentlich, es gibt nur richtige oder falsche Politik und nicht links oder rechts. Da kann man natürlich philosophisch auslegen. Aber warum, wenn Sie sich das auf die Fahnen geschrieben haben, dem Sozialen und der Demokratie verpflichtet, hat die SPD geschlossen sich enthalten bei diesem eminent wichtigen Thema? Da sitzen in Europa Bürger unterwegs. Ich hoffe, dass wir diese Millionen Unterschriften zusammenkriegen, dass dieser Blödsinn gestoppt wird. Wie steht die SPD zu solchen grundlegenden Sachen? Danke. Jetzt finde ich, sollten Sie einen eigenen Beitrag zur Ehrlichkeit der politischen Auseinandersetzung leisten. Sie wissen sehr genau, dass wir nicht über die Privatisierung des Wassers streiten, sondern Sie betreiben jetzt mit der Linkspartei seit einigen Wochen eine Kampagne in den sozialen Netzwerken, und das darf ich hier mal laut sagen, die der Wahrheit mindestens widerspricht. Sie wissen sehr genau, dass wir einen eigenen Antrag, die SPD einen eigenen Antrag mit dem Verbot der Privatisierung des Wassers im Deutschen Bundestag hat. Diesem eigenen Antrag zur Verbot der Privatisierung haben wir, wie Sie erwartet haben, auch zugestimmt. Und wir haben sozusagen den Antrag der Linken nicht abgelehnt, sondern wir haben uns deshalb enthalten, weil wir einen eigenen Antrag zu demselben Gegenstand im Deutschen Bundestag haben. Insofern kann ich diese Veranstaltung nur zum Anlass nehmen, um Sie nochmalig aufzufordern, solche Fehlinformationen in der Öffentlichkeit schlicht und einfach zu unterlassen. Das finde ich nicht fair im politischen Kampf. Sie sprechen von Iran, und das ist Ihrer Meinung nach der größte Konflikt. Warum ist es so schwer, dass Deutschland einen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, weil man an dieser Frage ganz gut durchbuchstabieren kann, was ich vorhin versucht habe, an Veränderungen in der Nachkriegsordnung aufzuzeigen. Wenn man nur auf die Größe und auf die Bedeutung unseres Landes schaut, dann kann man eigentlich kein Verständnis haben für diejenigen, die sagen, Deutschland sollte keinen ständigen Sitz im Sicherheitsrat haben. Allein die Größe, die wirtschaftliche Stärke, die demokratische Stabilität in unserem Land ist eigentlich Grund genug, um zu sagen, die Deutschen wollen wir im Sicherheitsrat haben. Warum ist das dennoch so schwierig? Das hängt genau damit zusammen, dass die Asiaten sagen, dass die Afrikaner sagen, dass die Süd- und Lateinamerikaner sagen, schauen wir uns diesen Sicherheitsrat mal an. Diese Europäer, die spielen bei 6,5 Millionen Weltbevölkerung mit ihren 450 Millionen Einwohnern, die spielen eigentlich keine Rolle. Ja? Jetzt haben die Europäer schon 2 ständige Sitze im Sicherheitsrat. Die Briten einen und die Franzosen einen. Und deshalb sagen viele der Länder in den Vereinten Nationen,
Wir haben ja nichts gegen die Deutschen. Aber was überhaupt nicht geht, dass die Afrikaner keinen Sitz kriegen, dass die Südamerikaner keinen Sitz kriegen, dass die Mittelamerikaner keinen Sitz kriegen, dass die Asiaten keinen Sitz mehr kriegen, aber die Europäer kriegen in derselben Situation einen dritten Sitz. Also bei schwindendem Gewicht, bei sinkendem Anteil bei sinkendem europäischen Anteil an der Weltbevölkerung, das ist das Kernargument, kann man nicht den Europäern jetzt auch noch einen dritten Sitz gestatten. Das macht die Überzeugung der anderen so schwierig. Als ich Außenminister war, haben wir uns deshalb, ich will nicht sagen, einen Trick überlegt, sondern wir haben uns Bündnispartner gesucht. Und die Bündnispartner waren damals Japan und Indien und Brasilien, mit denen wir gesagt haben, erstens sind wir dafür, dass die Afrikaner einen Sitz bekommen. Zweitens sind wir dafür, dass Indien und Brasilien einen Sitz im Sicherheitsrat bekommt. Und deshalb sind Indien und Brasilien auch dafür, dass Deutschland einen Sitz im Sicherheitsrat bekommt. Also mit den Indern und Brasilianern waren wir uns einig darüber. Der Rest der Südamerikaner und der Rest der Asiaten hat diesen Weg jedenfalls bisher nicht mitgetragen. Es wird im Augenblick nach meinem Wissen, sage ich mit aller Vorsicht, auch nicht ernsthaft darüber verhandelt. Im Moment kommen wir da nicht vom Fleck und deshalb kann ich keine günstige Auskunft geben, kann ich keine Hoffnung machen, dass das mit Deutschland und Sicherheitsrat in überschaubarer Zeit was wird. Dann noch eine Frage. Ja. Der Iran ging damals die Subvention von Europa aus, dass sie kein Erdöl mehr von Iran beziehen und so weiter und so fort. Aber das interessiert doch eigentlich den Iran gar nicht, dass der weltgrößte Ölexporteur mit dabei ist. Was interessiert denn die 30%? Das eindruckt durch dieses Land gar nicht. Warum kann da nichts anderes, ich meine, das sind Fanatiker, das ist klar, aber kann da nichts anderes gemacht werden, die nur so eine Sache zu sagen, wir kaufen kein Öl mehr von euch und so weiter und so fort, wir machen Subventionen, aber das sind doch Dinge, die den Iran gar nicht interessieren. Warum, was kann man nichts Besseres machen? Naja, sag mal, so hat man ja nicht angefangen, sondern wir haben ja jetzt seit 2005. Wir haben jetzt seit 8 Jahren ein gestuftes Sanktionensystem mit dem Iran, das sozusagen Jahr für Jahr verschärft worden ist. Die Ölexporte, technische Zulieferungen für das Ölgeschäft waren ja jahrelang überhaupt nicht betroffen von den Sanktionen. Da gab es auch weiterhin die Möglichkeit für den Iran, Erdöl zu fördern. In die Welt Erdöl und Erdgas zu fördern und in die Welt zu verkaufen. Nur am Ende hat man natürlich gemerkt, dass die wachsende Isolierung des Iran auch dazu führt, dass Handelsbeziehungen dünner werden. Darüber haben deutsche Firmen ja auch große Klage geführt. Deutsche Firmen, die deutschen Bahnhersteller waren im Iran unterwegs. Die gesamte Zulieferung zur Förderindustrie kam zu einem großen Anteil aus Deutschland. Und wir haben natürlich im Iran gemerkt, dass mit der wachsenden Isolierung auch der Zugang zu Materialien, die man braucht zur Erneuerung und Modernisierung von Anlagen, dass dieser Zugang immer schwieriger wird. Und wir sind jetzt eigentlich ganz entgegen Ihrem Eindruck im Iran zum ersten Mal so weit, dass wir wirklich sagen können, jetzt beginnen die Iraner die Sanktionen tatsächlich zu spüren, weil sie nicht mehr in der Lage sind, dieselben Größenordnungen, dasselbe Volumen an Erdöl und Erdgas zu fördern wie etwa noch vor 10 Jahren, weil es ihnen nicht gelingt, die inzwischen veralteten Anlagen zu erneuern. Und man kann nur hoffen, dass diese wirtschaftlich wirkenden Sanktionen nicht die Lösung bringen, das will ich gar nicht sagen, aber dass es, sagen wir mal, hilft, Druck aufzubauen auf dieses Regime im Iran, um dazu beizutragen, sich endlich verhandlungsbereit zu zeigen und einer Lösung zuzustimmen, die jedenfalls die Gefahr beseitigt, dass dort eine Atombombe entwickelt wird, die dann zur Bedrohung der ganzen Nachbarn führt. Und das ist am Ende auch nicht nur die Bedrohung, sondern
Es ist die Gewissheit, wenn der Iran sich die Atombombe verschafft, dann wird die gesamte Region mit denselben Erdgas auftreten. Dann wird Saudi-Arabien die Bombe haben wollen, dann wird Ägypten die Bombe haben wollen. Vielleicht noch viele andere in der Region, die sie zwar nicht brauchen, aber wenn man das im Iran zulässt, dann haben sie die Gefahr, dass entgegen allen Vorstellungen des Nichtverbreitungsvertrags, der jetzt seit 40 Jahren besteht, dass entgegen allen Vorstellungen des Nichtverbreitungsvertrages die Zahl der Atomwaffenstaaten extrem ausgeweitet wird und damit natürlich auch das Risiko steigt, dass irgendein Idiot sie auch tatsächlich mal zündet. Vielleicht noch ein wurde nicht genannt, Israel. Ja. Wenn man Israel kritisiert, wird man sofort in eine antisemitische Ecke gestellt. Die Erfahrung habe ich gemacht. Dabei habe ich Freunde in Israel, Doron Salomon, die hatten hier AP Primo gehabt. Ich wünschte mir einfach eins, dass die momentane Regierung nicht weiter in Ost-Jerusalem die Baudinge vorantreibt, sondern versucht, ein gütliches Miteinander mit ihren Nachbarn. So ist ja, ja nicht kompliziert genug zu finden, aber... Ich glaube, ich bin insgesamt 15 Mal in Israel gewesen, während und nach meiner Außenministerzeit. Ich habe nie hinterm Berge gehalten gegenüber der Siedlungstätigkeit, die Israel in Ost-Jerusalem und in den besetzten Gebieten betreibt. Das schafft einem nicht nur Freunde, aber ich glaube, wenn man grundsätzliches Verständnis hat für das Sicherheitsinteresse, das Israel hat, klar, Israel und die Menschen, die in Israel wohnen, wollen nicht von der Hamas oder vom Iran ins Meer getrieben werden, wie sie das sagen. Und die Weltgemeinschaft erkennt, dass dieses Sicherheitsinteresse in Israel auch hinterlegt werden muss mit einem starken militärischen Schutz, den Israel sich ja verschafft hat mit einer extrem effektiven eigenen Armee. Dann kommt für uns immer noch hinzu, und das sehe ich auch als meine Verpflichtung an, dass es tatsächlich besondere Beziehungen zu Israel gibt, die uns mit diesem Staat verbinden über eine schreckliche gemeinsame Geschichte, die uns bei aller oberflächlichen Kritik auch zu Recht zwingt, zwei- und dreimal hinzuschauen, ob jede vordergründige Kritik so gerechtfertigt ist. Aber ich würde es jetzt auch nach meinen Erfahrungen nicht so sehen, dass jede Kritik an der gegenwärtigen israelischen Regierung oder jede Kritik an der Siedlungstätigkeit in Israel gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Ich glaube, da unterschätzen wir die Israelis auch, die sind da ein Stück weiter. Wenn man sich mal den gegenwärtigen, Entschuldigung, wenn ich diesen Ausflug mache, die Israelis haben gerade gewählt, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, es gibt jetzt eine neue Regierung, es ist auch wieder eine Netanjahu-Regierung, aber anders zusammengesetzt, mit einer neuen politischen Partei, die jetzt gravierenden Stimmenzuwachs erfahren hat. Wenn man sich den Wahlkampf mal angeschaut hat, so hat sich dieser Wahlkampf in Israel völlig unterschieden von früheren Wahlkämpfen. Frühere Wahlkämpfe in Israel waren immer Wahlkämpfe, die um die Frage gingen, bist du für Gespräche mit den Palästinensern oder bist du gegen Gespräche mit Palästinensern? Bist du dafür, dass Israel die Herrschaft in der sogenannten Westbank behält oder bist du dagegen? Bist du für den Rückzug aus dem Gazastreifen oder bist du gegen den Rückzug? Das heißt, die Wahlkämpfe waren in der Vergangenheit immer beherrscht durch die Sicherheitsfrage und durch das Verhältnis zwischen Israel und seinen unmittelbaren Nachbarn in den palästinensischen Gebieten. Dieser Wahlkampf, den ich jetzt gerade erlebt habe, war einer, der von allen bisherigen Erfahrungen völlig abweicht. Es war ein Wahlkampf über soziale Fragen. Und die neue Partei, von der ich gerade gesprochen habe, hat deshalb so viel Zulauf erhalten, weil sie der Öffentlichkeit klargemacht hat, nun lasst uns doch mal ein bisschen lösen von der alten Voreingenommenheit und lasst uns mal mit den wirklichen Problemen des Landes beschäftigen. Und die wirklichen Probleme unseres Landes sind erstens, wie kommen wir eigentlich zukünftig mit unseren Finanzen klar? Wie schaffen wir wirtschaftliche Entwicklung in Israel? Wie gehen wir mit den sozialen Problemen einer wachsenden Überalterung der Bevölkerung um und so weiter und so weiter. In Israel natürlich noch besonders zugespitzt
durch die langjährige Zugehörigkeit der sogenannten der Schaßpartei, die sich immer Sonderrechte für die eigene jüdisch-orthodoxe Bevölkerung verschafft hat, dadurch, weil sie in der Regierung beteiligt war. Die Angehörigen der orthodoxen jüdischen Gemeinde wurden nicht zum Wehrdienst eingezogen. In der Regel haben sie auch nicht gegen Entgelt gearbeitet. Und sagen wir mal, das hat natürlich dazu geführt, dass diese Widersprüche jetzt auch zum Gegenstand der gesellschaftlichen Auseinandersetzung werden. Eigentlich war das, was wir jetzt erlebt haben in Israel, ein vergleichsweise moderner, ein vergleichsweise europäischer Wahlkampf und gar nicht mehr so sehr geprägt durch die Konflikte der früheren Zeit. Herr Dr. Steinmeier, Sie haben den Irakkrieg erwähnt. Bitte? Sie haben den Irakkrieg erwähnt, sicherlich auch als eine der tragenden Entscheidungen der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Ich formuliere eine Hypothese, um auf die Frage zu kommen. Ja. Wir alle haben Milliarden an Kosten erlebt, die dieser Irakkrieg nicht nur in den USA, sondern auch bei der damaligen sogenannten Koalition der Willigen gekostet hat. Hätte man diese Milliarden an Kriegsmitteln in Entwicklungshilfe investiert, hätten wir heute ein anderes Ergebnis im afrikanischen Raum und im Nahen Osten? Und daraus leite ich meine Frage ab. Wie sehen Sie die Notwendigkeit und die strategische Größe von Entwicklungspolitik im Verhältnis zur Außenpolitik, auch wenn es über alle Bundesregierungen immer zwei verschiedene Ministerien waren, wie sehen Sie die strategische Bedeutung von Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik aus Europa raus oder im Rahmen auch der G20 als Zukunftspolitik ergänzend zur Außenpolitik? Vielen Dank für diese Frage. Ich finde, an einem solchen Abend müssen wir die Zukunft der Entwicklungspolitik, das Nord-Süd-Verhältnis tatsächlich auch noch in anderer Form berühren und nicht nur über Kriege und Vermeidung von Kriegen, nicht nur über Krisen und Konflikte reden. Ich will mal so anfangen. Die Skurrilität ist in der Tat die, dass wir gegenwärtig einen Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, früher hat man gesagt Entwicklungshilfeminister, haben, der bis zum Zeitpunkt seiner Wahl eigentlich für die Auflösung des Entwicklungshilfeministeriums gefochten hat. Als er dann selbst Entwicklungshilfeminister wurde, hat er gesagt, prima, das ist ein Job für mich, den mache ich jetzt. Das ist die Skurrilität erstmal ganz zu Beginn. Aber darüber mag man schmunzeln. Das erledigt aber noch nicht die Frage nach der Zukunft der Entwicklungspolitik. Die entscheidende Frage ist in der Tat nicht, machen wir das in einem Ministerium oder machen wir das in zwei Ministerien, sondern die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Entwicklungshilfe, je nach Sprachgebrauch, hat ihre Berechtigung neben jeder Außen- und Sicherheitspolitik. Und in der Tat, ich habe vorhin von vorausschauender Außenpolitik gesprochen. Zur vorausschauenden Außenpolitik gehört auch, dass man zum Beispiel mit den Mitteln der Entwicklungshilfe in unterversorgten Regionen Sorge dafür trägt, dass Mangelzustände erst gar nicht eintreten. Ich will sagen, dass da, wo wir jetzt absehen, dass sich Konflikte um Wasser entwickeln, möglichst auch mit den Mitteln der Entwicklungshilfe dafür Sorge tragen, dass daraus keine militärischen Auseinandersetzungen, keine Hungersnöte entstehen. Das kann nicht allein sozusagen, das können nicht allein deutsche Regierungen oder deutsche Steuerzahler schultern. So war die Vorstellung aber auch nie, sondern es gibt eine Verabredung auf der internationalen Ebene innerhalb der Vereinten Nationen, dass jeder Staat, ob arm oder reich, 0,7% seines Etats aufwenden sollte, um international für die Bereinigung von Unterentwicklung, Beseitigung von Unterentwicklung in den südlichen Regionen der Welt zu sorgen. Einige Staaten gehen da mit gutem Beispiel voran, Norwegen etwa, überhaupt die skandinavischen Staaten, aber Norwegen vorneweg, sind die Vorreiter bei ihrem Beitrag, den sie zur Entwicklungshilfe leisten. Die Newcomer unter den Schwellenländern wie China etwa sind ganz hinten dran. Die könnten mehr tun, als sie tun. Wir sind im Mittelfeld, so ich glaube im Augenblick bei
weit weg von 0,7, aber so in der Größenordnung von 0,33, 0,34 und haben jedes Jahr Mühe, mit dem jeweiligen Finanzminister ganz unterschiedlicher Färbungen immer wieder zu verabreden, dass das Ziel 0,7 jedenfalls erhalten bleibt. Was dazu führt, dass wir nicht 0,7 als Fernziel einfach festschreiben, sondern dass wir jedes Jahr, auch in den Jahren, in denen es wirtschaftlich etwas schlechter geht, die Größenordnungen der Entwicklungshilfe eigentlich nach oben schrauben müssen. Zu unseren Regierungszeiten haben wir das trotz aller Beschwernisse jedenfalls immer geschafft. Ich habe jetzt nicht im Auge, wie das die Bundesregierung für das nächste Haushaltsjahr 2014 vorsehen wird. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja gerade erst. Aber ernst genommen, und das ist ja der Kern Ihrer Frage, ernst genommen werden wir nur, wenn wir auch im Bereich der Entwicklungshilfe unseren Beitrag entsprechend der Größe unseres Landes tatsächlich tragen, so wie die Skandinavier und das andere auch tun. Die Briten sind auch relativ gut in diesem Bereich. Das werden wir tun müssen. Und wir müssen die Entwicklungshilfe so ausstatten, dass mit den Möglichkeiten Flüchtlinge versorgt werden, Wassernot in einzelnen Regionen möglichst gar nicht erst entsteht, in unterentwickelten Staaten Einkommensmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden. Alles das gehört dazu. Und leider haben wir keinen Zustand der Welt, in dem diese Aufgabe in Kürze sich von selbst erledigen wird. Ja. Vielleicht zum Abschluss was Optimistisches. Wir haben heute, da hätte man in den 50er, 60er nicht dran gedacht, einen schwarzen Präsidenten in den USA. Das ist ja unheimlich. Wir haben hier in Deutschland 5 Regierungschefinnen, 5 Frauen. Wenn ich an die 20er Jahre denke, 5 Regierungschefinnen. Man muss sie nicht lieben alle, das wollte ich gar nicht sagen. Aber nein, das wollte ich auch nicht. Aber, und dann muss ich sagen, wir haben eigentlich, das passt in die Kirche, wir haben einen südamerikanischen Papst. Das ist ja auch trotzdem, ich bin kein Katholik, aber... Das sind doch irgendwie Botschaften, irgendwie, die stimmen mich etwas optimistisch. Nein, das habe ich ja vorhin auch zu sagen versucht am Ende meiner Rede. Mich wird auch keiner dazu kriegen, mit Besichtigung dieser Welt pessimistisch zu sein. Sondern mein Plädoyer war ja schlicht und einfach, nicht einfach die Fernsehbilder zu sehen und zu sagen, es wird alles schlechter in dieser Welt. Ich glaube, der Zustand des Kalten Kriegs war kein wirklich guter Zustand, den man sich zurückwünschen darf. Und deshalb, ein ehrlicher Blick auf die Welt ist doch eigentlich der, der uns sagt, die Welt ist jedenfalls anders geworden. Sie stellt diese Generation und die nächste Generation von Politikern vor andere Herausforderungen, als sie Genscher, Bahr und Brand miteinander gearbeitet haben. So wie die ihre Aufgaben zu erfüllen hatten, haben wir jetzt andere Aufgaben zu erfüllen. Und die Geschichte wird dann Rechenschaft ablegen darüber, ob wir das ordentlich gemacht haben oder nicht. Churchill hat mal gesagt, in der Politik weißt du sowieso nie, wenn du einen Gedanken hast, wenn du eine Entscheidung fällst, was am Ende daraus wird. Deshalb kannst du auch gleich das Anständige tun. Und der Meinung bin ich auch.